Wir befinden uns im Jahr 2013. Moin, Kollege. Es ist 6:02 und aktuell sind viele Pendler noch auf dem Heimweg. So geht es für viele auch an den Rand Berlins, wie zum Beispiel nach Erkner. Du übernimmst nun die S3 vom Ostkreuz nach Erkner und bringst die Pendler nach Hause. Mache nun erstmal das Fahrzeug fahrbereit, schalte Funk und Siefer dazu und öffne die Türen. Los geht es hier in 4 Minuten, also um 18:02 Uhr. PS, leider will der TS die Ansage von Rummelsburg aus mir unerklärlichen Gründen nicht abspielen. Deshalb dort keine Ansage. Eine gute Fahrt. So sieht's aus. Willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulator. Ja, ihr habt's richtig gelesen. Wir sind heute unterwegs von Berlin-Ostkreuz nach Erkner geht das Ganze und ich bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Von daher würde ich mal sagen, wir rüsten jetzt erstmal das Fahrzeug auf und lassen wir uns mal überraschen. So, Federbremse aus, Pultbeleuchtung können wir mal anmachen. Machst du die an? Danke. Hallo? Hallo? Ja, wundervoll. Siefer können wir auch anmachen. So, hauen schon mal den Vorwärtsgang rein und lassen hier schon mal die Türen auf. So. So, dementsprechend steigen die Fahrgäste jetzt hier ein. So, wir können jetzt hier schon mal richtig schildern. Also, das Ganze geht nach S3 nach Erkner. So. Nee, das war zu viel. Das wollen wir. Alles klar. Somit sind wir startklar. Hoffe ich zumindest. Lassen wir uns mal überraschen. Wartet, eins müssen wir noch gucken. Achso, können wir noch nicht schließen. Okay. Weil die Türen wahrscheinlich gerade offen sind. Will das jetzt nicht. Oh Mann, schon so lange nicht mehr gespielt jetzt hier. Ich will komplett die Steuerung vergessen habe. So. Erkner. So, ein Bild brauchen wir ja auch noch. Können es ja auch mal so machen. Geh weg, Mutti. So, genau. Oder so. Das wäre doch mal ein cooles Bild hier. So, jetzt haben wir ein paar Screenshots gemacht hier. Und jetzt warten wir hier auf Abfahrt. Ja, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, gibt es hier wohl Ansagen. Das ist eine Aufgabe, die nochmal hinzugefügt wurde, nachträglich. Mal schauen, ob das Ganze dementsprechend funktioniert. So, 60 dürfen wir weiterfahren. Haben wir auch eingeschaltet. Ja, und somit warten wir jetzt eigentlich nur noch auf Abfahrt. Dies ist die letzte Aufgabe von der Stadtbahn, die es ja hier jetzt hier gibt. Wir hatten ja jetzt von Strausberg nach Ostbahnhof, von Ostbahnhof nach Spandau und dann gibt es hier nochmal diesen Weg hier von, wie gesagt, Ostkreuz nach Erkner und dann gibt es noch Grunewald nach Ostbahnhof, aber das spare ich mir, weil das ist halt bloß eine Haltestelle, das ist halt Grunewald selbst, ja, und das brauchen wir uns halt dementsprechend nicht angucken. Ich glaube, da gab es noch ein paar Probleme mit Fahrzeugen tatsächlich. Ja, und somit haben wir dann erstmal zumindest das alles durch, was es hier so gibt für den Train Simulator an Berlin S-Bahn. Jetzt kann dann das Add-on kommen, hoffentlich dieses Jahr eventuell. Das wäre natürlich eine coole Sache. Aber wie gesagt, lassen wir uns da überraschen. Jetzt finden sie mal richtiges Rollmaterial dabei. Das ist natürlich eine coole Sache. Das war ja in den letzten Folgen, die wir ja hier im Train Simulator hatten, war das ja nun nicht der Fall gewesen. Umso besser, dass es das jetzt ist. So, mal ganz gut. Ich glaube, hier war die Siefer, ne? Ja. Da war die Siefer. So.
Station Rummelsburg. Ah, cool, okay. Warum auch immer das jetzt gerade so massiv ruckelt hier. Das weiß ich auch nicht. So, er hatte gesagt, in Rummelsburg will er die Ansage nicht abspielen. Gut. Das ist natürlich hier alles Freeware, ja, falls die Frage wieder kommen sollte. Die Berliner Stadtbahn könnt ihr euch runterladen. Türen schließen. Zu die Türen? Nö. So, wunderschön. Und abfahren. So, hier haben wir den Funken, weil er angemacht war. Spielt aber wirklich keine Ansage ab, ne? Nächste Station, Betriebsbahnhof Rummelsburg. So, schalten wir das mal dazu. Macht er doch. So. Ach, jetzt will das wieder mit der Tür wieder nicht hier. Das ist wieder... Hinten hat er so offen. Das ist schon mal wieder zu weit vorgefahren oder sowas. Türen schließen. Geht hier mit 60 immer weiter. Weiter geht's mit 60.
Ja, schön hier. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ah, ich finde das schon ziemlich cool, dafür, dass es halt, wie gesagt, eine Mod ist, die man sich für den Train Simulator runterladen kann. Muss ich sagen, es ist hier gerade schon viel Detail hier reingeflossen. Was kommt mir nicht vor wie 60 hier? Muss ich mal gestehen. Nächste Station, Karlshorst. Übergang zum Regionalverkehr. Ich sage für die ein bisschen schade, dass sie das nur hier hinten eingebaut haben. Hätte man ja notfalls noch für das andere vorpitchen können. Oder noch nachpitchen können zumindest. Na? Was ist jetzt los? Ist jetzt wahrscheinlich zu weit vorne oder zu weit hinten, keine Ahnung. Jetzt wollte er die Tür nicht aufmachen. So. So, jetzt sind wir sogar 80. Kam doch schon davor das Schild, oder? 80? Mysteriös. Ja. Leider hört man auch von der Cola-Dose nichts mehr hier aus dem Train-Simulator. Der letzte Beitrag ist wirklich der, den wir in den News hatten. Ich gucke ab und zu mal auf der Website vorbei. Aber da passiert auch nichts mehr. Also da wird auch nichts mehr geupdatet oder sowas. Ey, das ist echt schade, ja. Eine schöne Cola-Dose, das wäre super gewesen. Nächste Station, Wuhlheide. Stieg links.
Wow. Stehen wir wieder richtig. Sitzt die da oben? Oder glitscht die da nur so durch? Nee, die sitzt da oben auf der Treppe. Cool. Ja, auch nicht schlecht. Ich will jetzt aber nicht reden hören, wa? So, Köpenick, ja, da habe ich früher mal gewohnt. Noch bei meinen Eltern zu Hause. Die wohnen heute noch in Köpenick. Ist ja ganz schön verändert, muss ich sagen. Ich glaube, das ist ja auch bestimmt schon, boah, 12 Jahre her oder sowas. Also, das ist schon einige Zeit vergangen. Natürlich klar, dass sich da verändert. Und natürlich Straßenbahn Forsthausen, Leute. Ja, hier entstanden. Für den Lotus-Simulator. Köpenick. Schade, man erkennt das Forum nicht. Nee, das sieht leider überhaupt nicht aus wie bei den Köpenick. Ja, die vorderen Türen mal wieder. So, wie sieht's aus? So, Genehmigung zum Erfahren ist erteilt. Ich weiß ja nicht, wie weit das Ganze da ist. Da steht nämlich ein Zug. So, auf jeden Fall müssen wir hier runtergehen. Ah. So, das ASIC ist hier defekt. Okay. Na gut, haben wir alles gemacht. Schon cool, ja, also siehst du noch mal so abseits was von der Strecke, also muss ich sagen, also man merkt, dass das Ganze hier noch mal überarbeitet worden ist.
Hirschgarten. So, Friedrichshagen als nächstes. Da habe ich meinen Führerschein gemacht. Muss ich mal mit der erstmal von Köpenick hier mal nach Friedrichshagen fahren, um dort meinen Lappen machen zu können. Das sind Erinnerungen, Leute. Alles Erinnerungen hier, großartig. Friedrichshagen. So, schauen wir mal. Oh, immer die falsche Taste. Naja, das passt leider so überhaupt nicht. Hier hast du den S-Bahn-Tunnel und dann hast du hier hinten eigentlich eine Straße, die geht hier weiter rein und hier irgendwo musste meine Fahrschule gewesen sein. Aber so ist das. Das sieht halt bei Lotus aktuell nicht anders aus. Ja, mit begrenzten Mitteln kannst du nun mal nichts groß machen. Das ist ja immer so die Schwierigkeit, das Ganze dann immer so zu bauen, denn dass man es dann wiedererkennt. Ja, wenn du die Gebäude nicht hast und alles sowas, musst du es versuchen zumindest. Ja. Das ist aber schon extrem schwer dann. Oder verwechsel ich das jetzt mit Rahnsdorf? Ah, Mist. Die SIFA nicht bestätigt. Verwechsel ich das jetzt mit Rahnsdorf? Nee, ne? Ach Mann, Blöde SIFA. Weißt du, die piept noch nicht mal, weißt du? Blödes Teil, wirklich. Piepen würde oder sowas. Aber nicht mal das gibt's.
Ja, ich glaube, ich bin eigentlich fast sicher, dass das Friedrichshagen war. Da war es Ranzen. Ey, das ist ja jetzt natürlich krass, ne? Das muss ich ja echt selbst drüber überlegen. Mal gucken, wie es jetzt gleich in Ransdorf aussieht. Vielleicht verwechsel ich das gerade auch wirklich. Bei mir war eigentlich so, dass ich nämlich zwei, drei Stationen gefahren bin, ja. Werden wir gleich sehen. Werden wir gleich sehen. Aber wie gesagt, ich kenne es halt auch, ne? Durch Straßenbahn Forsthausen, was er nun Köpenick darstellen soll. Das ist schon schwer. Also wenn du die Objekte nicht selber baust, dann kommst du halt an diese Objekte echt nicht ran. Und das ist natürlich schon ein bisschen. Nächste Station, Ransdorf. So, na denn. Nee. Also hier sieht es ja gar nicht danach so aus. Ah ja. Nee, aber ich bin auch der Meinung, dass es eigentlich Friedrichshagen war. Ich müsste doch eigentlich. Nee, oder? Was haben wir denn hier unten? Ein MAN! Türen sind geschlossen, dann können wir weiter. Das ist grün hier. Merkt man denn endlich mal, ne, dass auch Berlin grün ist. Ist nicht so voller Stadt. Thank you.
So. Das ist, was da hinten brennt. Oh, was ist denn jetzt los? Naja. Dip. Da, ne? Sieht da hinten aus, ob es da brennt irgendwie oder so. So bläulich aussieht. Zurückbleiben, bitte. So, kommen wir schon zum Endhaltebahnhof. Was ist da denn los? Was ist das? Also was das jetzt hier gerade darstellen soll, habe ich keine Ahnung. Weil jetzt hört es ja auch auf, jetzt ist weg wieder. Weil irgendwie ist es, als ob wir gerade über den Wolken irgendwie sind. Ja? Ein bisschen zu viel X-Plane gespielt hier. Gerade. Okay, jetzt kommt gleich 40. Sich noch eine Zwangsbombe zu kassieren hier auf den letzten Meter. Somit sind wir auch in Erkner und haben uns endlich die letzte Linie jetzt hier angeschaut in der Frühwerkkarte Berliner Stadtbahn. Wie gesagt, findet ihr kostenlos im Internet. Ich verlinke euch das, wenn ich nicht wieder vergesse. Packe ich euch unten wieder in der Videobeschreibung mit rein, wo ihr euch das Ganze runterladen könnt. Es werden natürlich einige DLCs benötigt. Da bitte vorher euch schlau machen, ob ihr diese habt vorher. Ja, weil sonst bringt es euch nicht, wenn ihr das Ganze jetzt runterladet. Und dann merkt ihr dann im Nachhinein, dass euch da irgendwas fehlt. Das wäre natürlich ein bisschen ärgerlich, deswegen sage ich das Ganze jetzt hier nochmal. Und ja, somit gibt es hier eigentlich an der Stelle nichts mehr zu sagen. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich tierisch auf das S-Bahn-Addon. Mal gucken, wann es denn kommt, ob es doch dieses Jahr kommt, wie gesagt. Aber das erfahrt ihr natürlich alles in den News und natürlich in den weiteren Let's Play-Folgen hier mit dem Train-Simulator oder auch OMSI und so weiter und so fort, wisst ihr ja Ganze. Ja, bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen. Gut gemacht. Nun hast du erstmal eine kleine Pause und ein Kollege übernimmt deinen Zug. Um 19.05 Uhr geht es dann für dich weiter. Ich hoffe, dass dir das Szenario gefallen hat. Gruß, Train FW. Ja, bleibt mir eigentlich, mich nur anzuschließen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.